Liebe Zuschauende, das Gastgewerbe hat ganz besonders unter den Folgen der Corona-Pandemie und ihren immer wieder neuen Wellen zu leiden. Der Umgang mit Menschen ist das Kennzeichen der Gastronomie. Jede Kontaktbeschränkung, auch wenn sie zwingend erforderlich ist, trifft diese Branche besonders hart. Wir alle haben das als Gäste schmerzlich gespürt und wir mussten unser Freizeitverhalten anpassen. Umso schwerwiegender waren und sind die Folgen in dieser Branche für die Betroffenen. Viele Fachkräfte sind in der Pandemie abgewandert. Die Zahl der Beschäftigten und der Auszubildenden war zuletzt rückläufig. Um den geänderten Anforderungen in Hotellerie und Gastronomie Rechnung zu tragen, um die Branche für die Überwindung der Krise zu stärken und um die Attraktivität der Berufe zu erhöhen, werden nun die Kompetenzprofile der 7 gastronomischen dualen Ausbildungsberufe geschärft. 2 der Berufe sind 2-jährige Ausbildungsberufe, darunter der ganz neue Beruf Fachkraft Küche. 5 Berufe sind 3-jährig. Alle neu geordneten Berufe werden am 1. August 2022 in Kraft treten. Die Digitalisierung sowie der Umgang mit digitalen Arbeitsmitteln, mit Bewertungsportalen und Social Media spielen auch bei den Gastronomieberufen eine große Rolle. Hygiene und Nachhaltigkeit sind weitere ganz spezifische Anforderungen. Kennzeichnend für alle Berufe ist aber vor allem die Kommunikation mit Menschen. Dies betrifft natürlich insbesondere den Umgang mit Gästen, ihre Beratung und Betreuung. Hierzu zählt aber auch die Kommunikation nach innen, also die Zusammenarbeit im Team. Junge Fachkräfte müssen immer häufiger un- und angelernte Beschäftigte anleiten, wofür sie entsprechende Kompetenzen benötigen. Außerdem werden sie bereits in der Erstausbildung auf ihre Rolle als spätere Führungskräfte vorbereitet. Der bisherige 3-jährige Ausbildungsberuf Restaurantfachmann bzw. Restaurantfachfrau heißt nun Fachmann bzw. Fachfrau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie. Wie die Änderung der Berufsbezeichnung deutlich macht, sind sie künftig die Veranstaltungsspezialisten der Branche. Die Hotelkaufleute werden umbenannt in Kaufleute für Hotelmanagement. Ihr Fokus liegt künftig noch stärker auf dem kaufmännischen Bereich. Dieser Beruf stellt damit eine echte Alternative zu vielen praxisorientierten Bachelorstudiengängen in dem Berufsfeld dar. Zu den neuen Küchenberufen zählt der neu geschaffene 2-jährige Ausbildungsberuf Fachkraft Küche. Er richtet sich vor allem an praktisch begabte Jugendliche. Köchinnen und Köche wird eine Vertiefung für vegetarische und vegane Küche angeboten, womit Trends zu veränderten Ernährungsgewohnheiten aufgegriffen werden. Neu geschaffen wurde auch eine Durchstiegsoption für all diejenigen, die ihre in der 2-jährigen Berufsausbildung mit Erfolg erworbenen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten und damit ihre Chancen als Fachkraft ausbauen möchten. Genauso ist für den umgekehrten Fall eine sogenannte Rückfalloption geregelt worden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann nach einer nicht bestandenen Abschlussprüfung in einem der 3-jährigen Berufe ein Abschluss zur 2-jährigen Fachkraft erworben werden. Diese Rückfalloption hat Modellcharakter und wurde hier erstmals rechtlich umgesetzt. Dies sind nur einige wenige Beispiele für die Modernisierung dieser Berufe. Alle weiterführenden Informationen zur Neuordnung der Berufe finden Sie auf der Internetseite des BIP. Liebe Zuschauende, eine Berufsausbildung in einem der gastronomischen Berufe ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung der Branche und für die Sicherung ihres Fachkräftebedarfs. Ohne gut ausgebildete Fachkräfte in ausreichender Zahl können gastronomische Betriebe nicht arbeiten. Hier sollen die neuen attraktiven Berufe Weichen stellen für die Zukunft. Besonders wichtig aber ist es, die Chancen für junge Menschen zu betonen. Sie können ihre Zukunft durch eine solide Berufsausbildung sichern. Dass das weite Feld der Gastronomie auch künftig gute Perspektiven in vielerlei Hinsicht bietet, ist sicher. Vieles lässt sich virtuell erleben,
nicht aber das Wohlfühlen, das nur durch den Service und die Angebote der gastronomischen Betriebe vor Ort erreicht werden kann. In diesem Sinne wünsche ich den neuen Berufen großmöglichen Erfolg und der Branche eine gute, sichere Zukunft.